Bundesliga-Prognose mit mir, Diomatico. Es geht direkt los und ich denke, auf dem 18. Platz wird am Ende Heidenheim landen. Denn ich glaube, das laufintensive Spiel von Frank Schmidt wird von großen Mannschaften zu oft überspielt werden. Ich glaube, dass am Ende Bochum auf dem 17. Platz landen wird. Ich glaube, das wäre dann deren drittes Jahr in der Bundesliga und auch deren drittes Jahr im Abstiegskampf. Deswegen glaube ich, könnten sie den Abstiegskampf dieses Jahr nicht standhalten. Und apropos den Abstiegskampf standhalten, Augsburg, die seit 11 oder 12 Jahren oder so schon den Abstiegskampf standhalten können, die werden auf dem 16. Platz landen, sage ich. Für mich gibt es auf den sicheren Klassenerhalt bessere Kandidaten als Augsburg. Zum Beispiel Bremen. Ach ja, das zweite Jahr. Da werden sie im Abstiegskampf sitzen. Und, naja, sie werden sich rauskämpfen, aber Füllkrug wird keine große Rolle spielen. Er wird nicht an seine verhältnismäßig starken Leistungen anknüpfen können. Als nächstes kommt Darmstadt und sie hatten in der zweiten Liga eine sehr gute Mannschaft, haben zwar mit Philipp Tietz ihren besten Stürmer abgegeben, aber ich glaube, dass sie es trotzdem auf den 14. Platz schaffen. Ich denke, dass Köln den 13. Platz belegen wird. Es hätte auch weiter unten sein können, aber wegen Steffen Baumgart, der ein super Trainer ist, und wegen auch einer super Mannschaft mit Goat Davy Selke im Sturm, wird das schon Platz 13 sein und nicht schlechter. Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da und ein Abo würde mich auch sehr unterstützen. Dankeschön. Als nächstes kommt VfB Stuttgart. Mit dem Abgang von Wataru Endo ist man natürlich geschwächt und ohne den Abgang wären sie natürlich bei mir weiter oben. Durch Gerassi sind sie aber auch sehr weit oben, weil Gerassi einfach ein super Neuner ist. Deshalb denke ich, dass sie auch wegen ihrer Doppelbesetzung sehr weit oben sind. Auf dem 12. Platz? Auf Platz 11 steht bei mir FSV Mainz 05. Mainz hat sich unter Trainer Bo Svensson eine gute Truppe zusammengebaut. Viele junge Spieler sind auch dabei und mir gefällt auch der Stürmer von Mainz, Ajorg. Ich kann euch sagen, Leute, mit dem Stürmer klingelt's oft im Kasten der Gegner. Aber sonst glaube ich, dass sie es mit diesem Kader nicht weiter als Platz 11 schaffen. Auf Platz 10 habe ich die Eintracht aus Frankfurt. Ich glaube, dass Frankfurt dieses Jahr sehr viele Punkte liegen lassen wird in Spielen, wo eigentlich 3 Punkte sitzen müssen. Ja, da werden sie halt die Punkte liegen lassen und dann nur ein Unentschieden rausholen oder vielleicht sogar noch verlieren. Trotzdem reicht der Kader immer für Platz 10 oder noch mehr. Ja, und Platz 9 ist dann VfL Wolfsburg. Und für die hat es dann auch nicht mehr als Platz 9 gereicht. Mit Abgabe von Van de Ven zum Beispiel. Aber trotzdem ein grundsolider Kader und natürlich werden sie es in die obere Tabellenhälfte schaffen, also das ist jetzt keine Frage. TSG Hoffenheim auf Platz 8 und ich bin echt gespannt. Erstens, Florian Grillitsch kehrt von seiner Leihe zurück, aber das meine ich nicht. Der Blondie Boy, ja, jetzt neu gefärbt Blondie Boy, aber Wout Weghorst. Ja, er kommt jetzt wieder zurück in die Bundesliga, damals bei Wolfsburg. Er hat mich überzeugt. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Der hat Tore geschossen wie am Fließband. Und dann ist er weggegangen, habe nichts mehr von ihm gehört. Aber bei United war er dann auf einmal wieder da und hat irgendwie ein Tor in ein paar Spielen geschossen. War dann nicht mehr so gut. Also bei Man United war ich dann nicht mehr so überzeugt von ihm. Aber Bundesliga, er kennt die Liga. Er weiß, wie man da Tore schießt. Und ich bin richtig gespannt, ob Hoffenheim es wirklich schafft, wie ich hier predikte, auf Platz 8 zu kommen. Oder es doch eher wie letzte Saison wird. Was meint ihr? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Glaubt ihr, dass Wout Weghorst gut sein wird bei Hoffenheim? Oder eher, naja. Ich glaube, dass Wout Weghorst das schon packen wird. Der wird das packen. Und wie ich vorhin bei Werder Bremen gesagt habe, braucht man ja auch noch einen Vorlagengeber. Natürlich. Und eine Verteidigung, weil Fußball ist ein Mannschaftssport. Man hat 11 Spieler auf dem Platz und nicht nur Wout Weghorst, ja, im Sturm. Deswegen, aber Hoffenheim hat keine schlechte Mannschaft. Deswegen denke ich, dass Hoffenheim auf Platz 8 am Ende sein wird. Auf der Nummer 7 Borussia Mönchengladbach. Und jo, Leute, ich habe mir mal den Kader mal angeguckt. Die sind auf jeder Position von Torwart bis Stürmer doppelt und dreifach besetzt. Also das kann man sich echt nicht ausdenken. Also das ist echt krass, was die da haben. Und ich glaube deshalb, nicht nur wegen deren Doppel- und Dreifachbesetzung, sondern auch, weil sie auch gute Spieler haben, obwohl sie Thüram abgegeben haben, obwohl sie im Winter Sommer abgegeben haben, der jetzt übrigens auch bei Inter Mailand ist, glaube ich. Ja,
Sommer und Thüram bei Inter Mailand. Aber darum soll es nicht gehen. Es soll jetzt um Gladbach gehen. Und ich glaube, die werden in der nächsten Saison auch garantiert auf Platz 7 landen. Also laut der Diomatico-Prognose, ja. Auf der Nummer 6 habe ich Union Berlin. Ja, sie haben Gosens verpflichtet und ja, sie haben, also die haben richtig starke Transfers gemacht. Keine Frage. Aber ich glaube, dass Union jetzt nicht mehr so unterschätzt wird wie letzte Saison oder die davor. Die Gegner werden sich mehr auf Union vorbereiten. Und ich glaube, dass Union Berlin dieses Jahr nur auf Platz 6 landen wird. In Anführungszeichen nur. Das ist super. Irgendwie 4 Jahre nach dem Aufstieg oder 5. Das ist richtig krass. Letzte Saison war Union vor Freiburg. Diese Saison ist aber Freiburg ein Platz vor Union. Nämlich auf Platz 5. Unter Christian Streich kennen sie das System. Sie verstehen es und sie spielen es jede Saison besser und besser. Und ich glaube, dass es diese Saison nur für Europa League reicht. Aber ich finde Europa League auch schon klasse. Auf Platz 4 habe ich die Werkself aus Leverkusen. Mit Florian Wirtz, der zurückkommt und der eine klasse Saison spielen wird, haben sie auch noch andere Transfers und sich anderweitig so gut verstärkt. Zum Beispiel Granit Xhaka, sehr guter Spieler. Man konnte bis jetzt, Stand der Aufnahme, noch von Pong halten. Also es ist sehr gut, was sie bisher machen. Mit Verstärkungen wie Benjamin Cesco, Xavi Simons und auch dem Supercup im Rücken. Und natürlich auch den DFB-Pokal, darf man nicht vergessen, glaube ich, dass Leipzig auf Platz 3 landet. Außerdem hat Leipzig schon ohnehin einen sehr guten Kader und konnte Wechsel von Gvardiol und auch Nkunku verkraften. Also ich glaube, dass Gvardiol und Nkunku, die werden sie nicht vermissen in der Bundesliga. Bevor wir zu Platz 2 kommen, schreib mir doch gerne deine 3 Top-Mannschaften in die Kommentare und... Jetzt kann ich verkünden, auf der 2 landet Dortmund. Ja, die haben keine starken Transfer gemacht. Oder keine starken Transfers gemacht. Aber ich finde die gar nicht so schlecht. Also sie haben sich verstärkt auf den Positionen, wo sie es brauchten. Und naja, es ist immer noch Dortmund. Die Kaderzusammenstellung ist ja im Grunde genommen gleich. Bellingham ist jetzt gegangen, Guerrero ist gegangen. Aber naja, es ist halt so, dass der Großteil des Kaders geblieben ist. Und damit werden sie Vizemeister und nicht deutscher Meister. Überraschung, Bayern wird Meister. Ja, das ist jetzt für mich nicht so eine große Überraschung. Auch wenn einige Leute sagen, ja, man sollte auf den Supercup gucken und dass Leipzig so dominant gegenüber Bayern war. Und ich sage, dass man nicht auf den Supercup gucken sollte, sondern eher auf die vergangenen 11 Jahre und da waren sie einfach die Dominanz selber. Ja, und das war meine Bundesliga-Prognose. Tut mir leid, wenn das Video ein bisschen später kommt, aber beim Aufnahmetermin ist es gerade noch vor dem ersten Spiel.